Tell the truth, Doc. Tell the truth. Man, look, look, he'll tell you what's okay. going on. Hey, Steph Curry right. mm-hmm. or Larry Bird? Come on now, you're taking too long. The answer's simple, DJ. Hold on, I'm thinking about it. Now, you talking one-on-one, you talking same team. Oh. Look, it doesn't even matter. Either way, I would say me. Oh, there you go, there you go. All right, sit down, sit down. He do make a point, though. Which is? You think Steph Curry would be good if he didn't have all those players around him? Oh, come on. Like that, KD and the Splash Brothers? I mean, he was doing all that before KD got there. Exactly. So I can't take that away from that man. Who's on that Bird team? You know I ain't as old as you. All right, let me tell you something, little whisper. Hey, snap to him, Doc. I'm going to school you on the Celtics. Will you? All right, Boston had what you call the Big Three. Mm-hmm. Larry Bird, all right. Kevin McHale, uh-huh. Robert Parrish. Mm-hmm. Big three. Okay. Man, Steph got a big five. Oh, man, I'll put the Big Three up against the big anything. I was there. I seen it with my own eyes. Doc, stop when he playing, stole you that inbound there. Pass from Isaiah. You at the game? Yeah, I was at that game back in 87. Section 246, row 14. Okay, where's this ticket? Hey, show him the ticket, Doc. Man, your mama got that ticket. Oh, man, you talk about his mama like that, Doc? My mom collects tickets. Oh. Yeah, like, just, like stamps. Like that's her thing? Yeah. Oh, okay, cool. It's like a hobby. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K18 im Barbershop. Dir wird vielleicht auffallen, dass unser Spieler ein klein wenig anders aussieht. So ein klein wenig. Also, mein Spieler war so weiß. Das war einfach zu weiß. Das war zu weiß. Ich wollte ihn eigentlich nur eine Stufe bräuner machen. Aber ging leider nicht, deswegen musste ich mir ein neues Gesicht... Ich habe extra eins ausgewählt, was dem alten nahe kommt. Aber dieses komplette, ich bin weiß wie der Schnee an Weihnachten, ne, habe ich nicht mehr gepackt. Deswegen starten wir jetzt auch tatsächlich im Barbershop. Der Bart, das hat mir auch irgendwie nicht so gefallen. Das hat man letztes Mal, als ich das selber für mich gemacht habe, nicht so richtig gesehen. Jetzt versuchen wir dem Dude hier doch mal einen neuen Haarschnitt zu verpassen, ne? Der für ihn, der zu ihm passt. Es sieht so an sich eigentlich ganz nice aus, aber vielleicht ein klein wenig zu wild. Ich probiere jetzt mal den hier. Stachelig 1. Ich finde das Blond sogar einigermaßen zu ihm passt. Wir probieren trotzdem vielleicht mal dunkelblond. Es ist halt so. Also, mir hat letztens jemand einen coolen Kommentar in die letzte Folge, als wir die Frisur geändert haben, geschrieben. Und zwar: Hey Max, ich denke, dass es so ist, weil du im echten Leben ja auch nicht weißt, wie es am Ende aussieht. Muss ich ihm recht geben, es ist tatsächlich so. Trotz allem im Spiel fände ich es dann doch irgendwie ganz cool, wenn wir das irgendwie erahnen oder sehen könnten, ne? Vielleicht machen wir auch bloß einen Bartschatten. Probiere ich jetzt einfach mal. Was haben wir jetzt bei der... Da haben wir jetzt dunkelblond ausgewählt. Dann mache ich das hier natürlich auch. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es sieht einigermaßen gut aus, weil du verlierst hier natürlich auch jedes Mal 400 VC. Kann man auch drüber streiten, ob das wirklich notwendig war, da jedes Mal VC zu verlangen. Aber okay, wir riskieren's. I think this one will look great. You ready for this? Let's do it. Okay, handsome dog, man. Look at that. The fans are gonna love this one, man. You read my mind. Showroom floor. Showroom floor. Es sieht auf jeden Fall natürlich aus. Bis jetzt hat mich immer gestört, dass irgendwie unser Spiel hat immer so unnatürlich ausgesehen. Ich finde, dass wir sehen irgendwie gerade aus wie ein Skater, ohne Scheiß. Am liebsten würde ich jetzt mein Skateboard packen und hier entlang grinden, ne? Aber okay, damit kann ich auf jeden Fall leben. Bart wird sicherlich dann nochmal hinzukommen und das auch kräftig. Ich finde Bart einfach relativ cool. Das Wichtigste für mich, wir sind nicht mehr weiß wie eine Wand.
Ja, jetzt gehen wir erstmal in die Zone. Das bilde ich mir nämlich übrigens schon seit, ich weiß nicht, 3, 4 Folgen ein. Hab's aber noch nie gemacht. Und deswegen machen wir das jetzt mal. Alter, okay. Ohne Vibration ist das sogar etwas. Ich drück jetzt einfach mal gerade nur nach Gefühl und treff bis jetzt. Naja, viel zu früh. Dann geht er doch nicht rein. Kommentieren und gleichzeitig werfen ist gerade hier echt etwas schwierig. Aber es läuft. Es lief. Ja, definitiv, es lief. 3 daneben zu sammeln ist natürlich nicht so geil. Was heißt denn hier etwas zu früh? Ganz schön heiß. Ja, eine Trophäe bekommen. Ey, ich lass eh schon so spät los. Ich habe übrigens keine Vibration an. Deswegen, komm schon, ich muss wieder treffen, damit ich Sekunden dazu bekomme. Ja. Schade. Schade, schade. Ich habe mir mehr erhofft. Ich habe mir mehr... Es ist auf jeden Fall funny. Es ist echt funny. So, getippt haben wir bereits. Was kann man hier machen? Ich bin dran. Ach so, das ist... Das ist Blacktop. Kann ich hier... Kann ich hier Blacktop gegen euch spielen? Blöde Frage. Weil ich werde immer wieder gefragt, ob Blacktop zurückkommt, wenn ich Blacktop gegen euch spielen kann. Also dann wäre ich bereit, das Format zurückzuholen. Weil dann ist es natürlich geil. 1 gegen 1. Am besten, du hast noch ein Headset. Dann könnte man quatschen. Also, schreib mir mal in die Kommentare, ob das geht. Falls ja... Ja, definitiv. Why not? Why not? So, dann checken wir mal die JBL-Kopfhörer ab. Hey, good to see you. What's up, boss? How can I help you today? Ja, Kopfhörer schenken, im besten Fall. Nein, ich habe mir die weißen, habe ich mir sogar schon gekauft. Für eine andere Farbe 500 Visier hinzulegen, ich werde es nicht machen. Definitiv nicht. Und die bekommt man dann echt erst bei 90. Das sind dann halt die etwas pompöseren und geileren Kopfhörer. Also, an sich bestimmt ganz funny. Aber ich werde hier jetzt nicht ewig viel Kohle liegen lassen. So, was haben wir denn auch noch nicht abgecheckt? Da hinten den Main Street News Stand. Sports Illustrated? Time? We've got it all. Ja, dann zeig mal. Im letzten Spiel sind wir ja... Der Laden ist gerade eben geschlossen. Warum? Eventuell erst mit der neuen NBA-Season? Also bin ich mal gespannt, was hier dann noch abgeht. So. Ah ja, weil mich auch immer viele fragen, wegen MyPark. Das werde ich alleine gar nicht machen. Das werde ich bloß mit euch gemeinsam machen. Ja, das, ich wollte das eigentlich an dem Wochenende machen, als ich so mega krank geworden bin. Und jetzt muss ich schauen, wann ich mal wieder ein Wochenende Zeit habe. Unter der Woche ist momentan einfach so gut wie unmöglich. Was haben wir da hinten? Mumphy Mumphy. Fresh Squeezed besuchen, ne? Hey, yo. Hello. Yo, are you open? Would you like a juice? Yeah, if it's not too much trouble. What's your Stankonia? Apple, lemon,
ginger, and almond juice. All right, I'll get one of those. Cool. Cool. I was napping. Yeah, I saw that. Nap as soon as you get tired, right? I mean, that's what our hunter-gatherer ancestors used to do. Wherever I am, whatever I'm doing, if I'm tired, take a nap. I mean, how do you think cavemen used to live to 150 years old? I'm pretty sure that's not true. Look, right now we're out of some of my best stuff, but I'm sure you'll love this one. My juices are designed specifically to give you a little bit of extra energy. Oh, really? Absolutely. So, come back when you're worn out and looking to put in a little extra work with the team. I'm a big fan, by the way. Been watching you for a bit. A word? No, not really. But I know who you are. I'm Derek, by the way. Namaste. Huh. Namaste, Derek. That was actually pretty good. I'll see you around, man. Okay. Haben wir dadurch jetzt einen Boost bekommen, oder? Ich kann jetzt gar nicht direkt nochmal hingehen. Wir werden das auf jeden Fall abchecken. Wenn wir da natürlich jetzt wieder Visier ausgeben müssen, dann ist das keine Option für uns. Wie sieht eigentlich gerade eben mein Boost aus? Kann auch schon mal wieder ein bisschen was vertragen. Dann nehme ich dich da jetzt mal ganz kurz mit. Box springen. Was ich total vermisse, ist dieses, ja, Hochspringen. Also, wie hoch kannst du springen? Das war... Ich finde es so schlecht, seit diese Anzeige da ist. Warum ist, haben sie die nicht... Hallo? Ey, Alter, jetzt über... Ey, ich drücke jedes Mal genau in dem Moment, wo er es anzeigt. No comment. Nee, ohne... Ich fand das ohne Anzeige tatsächlich besser. Also mich irritiert die einfach nur sowas vom Allerfeinsten, hat man jetzt ja gerade eben gesehen. Weil so habe ich mich einfach auf die Knie konzentriert und wenn man unten war, dann hast du einfach nach oben durchgedrückt und fertig, dann hat es gepasst. Und jetzt, ja, machst du es eben nicht mehr so. Du musst jedes Mal auf das blöde Ding gucken, ne? Es reicht auf jeden Fall, um unseren Turbo ordentlich zu boosten, ne? Checken wir da hinten. Da waren wir, glaube ich, noch überhaupt nicht drin. Ne, da waren wir definitiv noch nicht drin. Die Getaway Reaction. Die kennen wir ja auch aus dem letzten Jahr. Mit der war ich eigentlich immer ganz gut. Hoffentlich haben sie die jetzt nicht geändert. Nein, haben sie nicht. Dann sollte das eigentlich einigermaßen gut laufen. Sieht immer so langsam aus, wie als wenn ich relativ langsam drücken würde, weil er braucht dann doch ein Weilchen, bis er in die Gänge kommt. Aber ich glaube, da können wir eine gute Wertung absahnen. Wobei ich der festen Überzeugung bin, dass jeder Zocker von uns in diesem Test auch ziemlich gut abschneiden würde. Reaktionszeit, ich glaube, da sind wir alle ganz gut dabei. Also 18 Wiederholungen, Timer 000. Das war auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ja, jetzt kommt wieder das. Ach, okay. Konzentration. Also da kann ich jetzt nicht großartig viel reden, weil man muss sich hier echt konzentrieren. Besonders am Ende wird es einfach immer schneller. Und die Dinger werden ja dann leider auch ausgekreuzt und zählen dann nicht mehr. Ja, wie jetzt zum Beispiel. Ich gucke teilweise dann echt nur noch in die Mitte und versuche zu erahnen... Was das Symbol? Ja, aber 41 ist, glaube ich,
Kann man mal machen. Schnelle Reflexe. Okay. Achso, aber da habe ich jetzt keinen Boost bekommen. Nee, da habe ich jetzt keinen Boost bekommen. Da muss ich hier nochmal Gas geben, dass der Boost wieder voll ist. Und das nächste Mal wollen wir natürlich unsere Leistung wiederholen. Die gegen die Clippers so super funktioniert hat. Ja. Gleich nochmal. Übrigens hatte ich eigentlich vor, mich mal neu einzukleiden, ne? Aber jetzt mal ganz, deine ganz ehrliche Meinung. Ich finde, die Klamotten sind so schweineteuer. Also wenn ich mir irgendwas Geiles kaufen möchte, ey, muss ich da 2000 VC hinblättern. Das sehe ich persönlich, ehrlich gesagt, halt einfach nicht ein. Ich sehe es einfach nicht ein. Ist mir zu viel. Okay, Guys. Also, das war wieder eine entspannte Folge mit ganz, ganz vielen neuen Sachen. Neues Gesicht, in Anführungsstrichen. Wir sind ein bisschen bräuner, haben eine neue Frisur, sehen jetzt ein bisschen aus wie ein Sunny Boy. Blacktop, lasst mich wissen, ob das funktioniert. Das wäre natürlich echt schon mega geil, weil dann könnte man wirklich Matchups machen, die halt auch nicht lange dauern und krass, dann könnte ich halt vielleicht auch mehr Leute happy machen, auch mal gegen mich zu zocken, ne? Ja, ansonsten das nächste Mal geht's gegen die Lakers, oder? Gegen die Lakers und dann das Rückmatch gegen Golden State. Ich habe das definitiv noch auf dem Zettel, weil das Match war wirklich richtig kacke. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen da lassen, das nächste Mal wieder einschalten. Ich bin raus, dein Max. Ciao.